Hi Leute, willkommen zu meiner neuen Let's Play-Reihe von Snowtopia, einem Fliegebietsmanager von Tier for Two im Early Access Status. Wir bauen hier Lifte, Pisten und sorgen für das Wohl unserer Gäste. Viel Spaß! So, wir haben also hier doch noch einige Baustellen in dem Fliegebiet. Und zwar, Baustelle Nummer 1 ist hier oben. Aus irgendeinem Grund fliegen hier mal ständig Skifahrer hin. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Piste liegt, die da abgeht. An dem kleinen Ziehweg hier. Dass der vielleicht hier irgendwie problematisch hingebaut ist. Aber ständig passiert hier irgendwo was. Also hier in dem Gebiet immer. War hier unten mal einer gelegen, der ist da runtergeflogen. Wo war denn der genau gelegen? Also irgendwo hier war er gelegen, genau. Der ist von da runtergeflogen. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber so, hey, sorry. So wie der heizt. Wundert mich das dann auch nicht wirklich, ne? Das habe ich jetzt schon als blaue Piste gekennzeichnet. Ist ja wirklich nicht schwierig. Die rote geht darüber und die schwarze ist hier drüben. Aber jetzt, wo ich es zuschaue, scheint es eigentlich zu passen, ne? Was brauchen wir? Wir brauchen 100 von irgendeinem. Ja, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja genug Profile. Zumindest um das Tutorial abzuschließen. Ah, der wartet hier auf Pistenpflege, beziehungsweise die ist gerade im Gange. Gut. Da ist auch gerade was im Gange. Schaut's bei der hier hinten aus, der wartet darauf, dass was gemacht wird. Und hier Zerstörung, na toll. Okay, dann bauen wir hier nochmal eine Werkstatt hin, würde ich sagen. Die können wir gleich dahin bauen. Da bauen wir die hier hinten hin. Passt da was hin? Die bauen wir daher. Freiwillige habe ich ja genug. Könnte ich jetzt mal schauen, ob ich da irgendwo was verteilen muss noch. Ich könnte hier schauen, dass die Forschung schneller geht, beziehungsweise, ne, läuft eigentlich. Ich habe es ja eigentlich nicht eilig, ne? Skifahrer der Hilfe wartet. Wo ist denn der schon wieder? Okay. Also der ist clean, der ist wieder in Ordnung. Beziehungsweise, naja, Forschungslabor, ne. Passt. Was macht man hier? Machen wir mehr Geschwindigkeit oder Abnutzung oder Energie? Ne, mach mal hier mal. Die leichten Stangen. Dann geht das Ganze schneller. Es war doch hier wieder in dem Gebiet, ne? Und die andere Piste wird eigentlich überhaupt nicht verwendet. Vielleicht sollte ich die unten irgendwie nicht schwarz machen. Und zumindest rot, dass hier einer runterkommen kann. Machen wir mal. Du musst mal ändern auf rot. Und machen es breiter. Also normale Breite. Das mit dem Rot ist gar nicht so einfach. Bin mal gespannt, was er für eine Farbe bekommt. Und ob jetzt dann ein paar Leute hier runterfahren. Ah, da kommt schon einer. Was macht er jetzt dann? Hehe. Und du? Was machst du nur? Fährt auf einer schwarzen Piste. Ja gut. Aber kommt nicht weiter. Also es fahren schon welche auf der schwarzen Piste, aber irgendwie.
Was denn aus mit der? Befindet sich im Bau. Baufortschritt 0. Nicht gut, da warten immer mehr Skifahrer. Die werden sich irgendwann ärgern. Na, jetzt geht's los. Okay. Da wird immer noch gepflegt. Was haben wir sonst noch? Da könnte ich einen einstellen. Dann haben wir hier nochmal eine Werkstatt. Da stelle ich auch noch einen ein. Und hier Pistenraubenhanger stelle ich auch noch einen ein. Da habe ich immer noch einige zur Verfügung. Und hier. Arbeiterunterkunft. Ja, das passt. Da oben habe ich alles fertig. Mal schnell hinschauen. War die Hütte. Das hier. Okay. Da wollen auch nicht allzu viele hin, habe ich so das Gefühl. Na gut, also die Piste ist offen und los geht's. Was ist hier geworden? Ah, rote. Sehr gut. Das heißt, hier oben von der schwarzen können sie auf die rote oder können hier drüben von der blauen über die rote auf die rote. Das ist optimal. Schneller geht's nochmal. Bei dem passt glaube ich auch keiner mehr rein, ne? Machen wir hier noch einen rein. Machen in die Werkstatt noch einen rein. Ich kann es mir ja momentan erlauben. Hier in die Hütte noch einen rein. Da ist schon alles ausgebaut. Passt. Dann habe ich hier noch einen. Ist da Besucher? Auch nicht. Ja. Ah, da liegt schon wieder einer in der Gegend rum. Oh. Rückwärtshalter. Wahrscheinlich ist er dabei gestürzt. Er stürzt hier ständig. Okay. Aber fährt schon wieder weiter. Da liegt auch schon wieder einer rum. Aber auch kein Problem. Verbinden kann man die zwei jetzt nicht, ne? Was ich machen könnte ist, ich kann hier noch einen Lift hochbauen. Vielleicht schaffe ich sogar bis da oben. Ich mache da noch einen Lift und fahre hier irgendwie rum. So da lang. Und vielleicht noch ins Tal runter. Na, das schaffe ich nicht. Doch, ich mache hier noch einen Lift dann auf und würde gerne noch einen dann aufmachen, wenn das irgendwie geht. Schauen wir mal. Ein Vierer. Das war ein Zweier. Achso, ich wollte vorhin einen Vierer bauen und habe ihn nirgends hinbekommen, ne? Upgraden kann man den nicht, ne? Dass man sagt, hey komm, würde gerne aus dem Zweier einen Vierer machen. Kann ich bloß einen Namen ändern, okay, das ist nicht das, was ich will. Jetzt habe ich höchstens die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache einen Vierer hin. Und zwar mache ich den von hier. Parallel nach da oben. Aber der kann scheinbar nicht so viel wie der andere, hm? Will hier noch einen Lift bauen. Will. Doch nicht. Es
schön, Gefälle ist zu steil. Hallo? Doch völlig zu lang. Toll. Da sagt er mal wieder, ist zu lang, Pistenraupenhanger. Okay, dann mach ihn daher. Ne. Machen. Wenn es irgendwie geht. Daher. Das sagt er mir wahrscheinlich wieder, Gefälle ist zu stark. Ey. So, einmal daher. Dann mache ich von hier noch einen kurzen Schlepper. Keinen Schlepper. Ein Zweier. Hier rüber. Okay. Dem hier müssen wir schauen, dass wir da rüberkommen. Machen wir eine durchschnittliche Piste. Ein kleiner Ziehweg, ne? So, der ist verbunden. Dann machen wir von dem hier noch eine Abfahrt irgendwie darunter. Klar, brauchen wir ja. Dass wir eine Abfahrt haben, die irgendwie direkt zu dem Lift hier runter geht. Oh. Ich habe gerade gemerkt, ich war gerade völlig stumm. Ich bin irgendwie gerade hochkonzentriert gewesen. Ich habe versucht, diese Piste da ums Biegen und Erbrechen, oder wie das heißt, einfach aufzubauen. Und ja, sorry. Machen wir da drüben nochmal einen kleinen Ziehweg rüber, wenn das funktioniert. Und zwar von hier. Ach, darüber. Ich muss sie weiter oben ansetzen. Okay. Dann mach so. Gut. So, dann schauen wir mal, was wir so auf die Reihe bekommen.
Aber wahrscheinlich auch noch ein paar Serviceteile brauchen. Pistenraubenhanger, den machen wir am besten hier oben irgendwo hin, zu Stall zum Bauen, jawohl, dachte ich mir. Daher. Und dann machen wir noch eine Viehwachthütte jeweils hin. Auch da machen wir noch eine Viehwachthütte hin. Und ganz wichtig, Imbissstube am Berg. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht da oben hin machen, aber da ist die Aussicht so toll, das machen wir. Dann schauen wir mal, wie lange das dauert, bis es fertig ist. Hier drüben will eine Wartung. Da will jemand eine Wartung. Hier ist alles okay. Da haben wir erforscht. Was haben wir da erforscht gehabt? Die leichten Stangen, okay. Dann machen wir das einfache Zugangssystem. Oder das hier oder das hier, ne? Machen wir doch mal das Training hier, oder? Und schauen uns mal die Skifahrer an, die da sind. 2, 4, 6 Profile haben wir noch. Ein schwarzes, zwei blaue, ein rotes und zwei grüne. Von irgendeinem bräuchte man dann langsam mal 100. Das wäre hier die rote Piste wahrscheinlich. Also, ich würde ich gern haben. Wir brauchen es nicht unbedingt, aber ich hätte gerne. Will? Wie schaut es denn aus? Ist da schon jemand? So, und jetzt kann der betrieben werden, der Lift. Der Lift hier ist noch nicht so weit. Okay. Befindet sich im Bau. Jetzt die Frage, ist der wirklich schon im Bau? Weil der tut sich ja nichts. Oder ist der einfach zu weit weg? Wenn er zu weit weg ist, ich weiß nicht, kann man aber eine Unterkunft auch hier oben hinbauen? Wahrscheinlich schon, ne? Da kann man es hinbauen. Jetzt sollte das doch dann langsam mal funktionieren, oder? Die Piste hier wird schon gebaut. Wurden als nächstes gebaut? Irgendwas von dem, was ich hier hingestellt habe, hoffe ich. Den weg, okay. Soll ich mal zwei hin tun? Oder ne, ich lasse mal bei einem. Wird gerade irgendwas gebaut schon? Baut jetzt nicht wirklich so aus, ne? So die Arbeiterunterkunft oder was? Ne. Wo ist der dabei? Steht nirgends. Ah ja, genau. Den hier baut er. Es wäre aber wichtig, wenn du den Lift als nächstes bauen würdest. Also mir persönlich wäre es wichtig. So als Skigebietsleiter hier hätte ich das schon gern, dass du das machen würdest. Würdest du das für mich machen? Oh, zwei Sterne.
Irgendwas brauche ich noch, dass ich 2 Sterne bekomme. Was, weiß ich noch nicht so genau. Oh, der ist fertig. Da tut man einen Freiwilligen rein. Dann wird gerade der Lift hier gebaut, so wie das ausschaut. Genau. Oh, das zieht sich ein wenig hin. Dann schauen wir schnell mal durch. Da wird die Piste gemacht. Ja, da kommen jetzt auch immer mehr. Da fahren sie auch von da drüben rüber. Super. Gut. Was haben wir da für eine Schwierigkeit? Da haben wir eine blaue. Super. So habe ich mir das vorgestellt. Da wird auch gleich noch das Pistenraupenhangar gebaut. Ist dann gleich fertig, im Gegensatz zu dem Lift. Der Lift, der dauert ewig. Okay, was der für eine Schwierigkeit hat, wissen wir noch nicht. Mal kurz mein Kriegebiet anschauen, wie schaut's denn aus? Irgendwo hatte ich hier einen Tag mit Pistenschwierigkeiten. Okay, die werden noch gebaut. Da unten haben wir blau und grün, da haben wir blau, rot, da ist eine reine schwarze, zumindest das Stückchen hier. Da ist eine blaue. Und was die zwei werden, weiß ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich hier eine blaue und das wird wahrscheinlich eine rote, schätze ich mal. Das heißt, wir kommen jetzt von dem hier auch wieder zu dem Lift. Durch die Strecke. Oder wir fahren hier und sind dann auch wieder bei dem Lift. Von dem hier kommen wir zu dem Lift, aber noch nicht hier rüber. Das heißt, ich müsste, wenn es irgendwie geht, naja, dann müsste ich hochfahren, das wäre blöd. Muss man einfach darüber und dann hinüber. Ich komme und da vielleicht hier rüber und dann darüber. Das könnt ihr noch mal probieren. Schauen wir mal. Aber vielleicht sollten wir erstmal hier rüber schauen. Ob das was wird. Eine schmale Piste. Und hier. Wird, glaube ich, überhaupt nichts. Nee. Von hier oben wird es ja sowieso nichts, ne? Okay, habe ich Pech gehabt. Geht nicht. Na gut. Dann warten wir jetzt mal noch ab, was die Pisten zu ergeben, welche Farbe sie haben und dann schauen wir weiter, was wir da machen müssen. Und was das dann genau ist, würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Video an. Dann sehen wir uns auch wieder. Vergesst bitte nicht, Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte gerne ein Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.